Jonathan und Dracula. Ein Sketch im Wiener Dialekt von und mit Robert Fozenilek. Jetzt bin ich im Schloss vom Dracula und der Sauhund taucht nicht auf. Die Warterei geht mir mehr und mehr am Arsch. Vielleicht hat er verschlafen, der alte Blutwichser. Oder der Deckel von seinem Sarg geht nicht auf. Weil zu viel Rotzen drauf herumgrölen. Was weiß ich? Ich sehe nur Spiegeln rund um mich. Und das Warten geht mir total auf die Eier. Also, wenn der blutleere Schneebrunzer... Guten Morgen, Herr Jonathan. Grüße, Herr Graf. Ich hab ihn ja gar nicht kommen gesehen. Es freut mich ganz besonders, Sie im Schloss Dracula willkommen zu heißen. Verzeihen Sie meine Verspätung, aber ich hatte notwendige Dinge zu verrichten, die ich nicht aufschieben konnte. Hätte ich sie nicht verrichtet... Keine Ursache, Herr Graf. Ich weiß schon, was Sie meinen. Ein Blutdoppler in der Früh muss genossen werden. Aber Herr Graf, ich habe ein kleines Problem. Ich kann Ihnen nicht sehen, nur hören. Und ich hab gute Augen, Augen wie ein Adler. Aber Ihnen sehe ich nirgends. Wo sind Sie jetzt? Herr Jonathan, Sie befinden sich im Spiegelsaal von Schloss Dracula. Und meine Saalspiegel verraten mein Aussehen niemanden. Nicht einmal Ihnen, Herr Jonathan. Obgleich ich weiß, dass Sie ein besonderer Gast sind. Herr Graf, seien Sie mir nicht best, wenn ich Ihnen sag, Versteckerl spielen ist mir schon als Kindergarten geschrubbt am Arsch gegangen. Ich bin da, um Ihnen eine super Wiener Nobelvilla zu vertrauen, in der Sie im Walzertag blutjunge Madeln aussagen können, die nach dem Walzertanzerl liebe kleine Vampirzandl haben und die für Ihnen dann ganz Wien vampirisieren. Klingt das nicht verlockend? Also, sind Sie manns genug und zeigen Sie Ihnen. Herr Jonathan, Ihre Geschäftstüchtigkeit imponiert mir immens. Dennoch bin ich nicht in der Lage... Sans Neger? Natürlich nicht. Ich stamme von einem uralten Adelsgeschlecht und meine Edelahnen hinterließen mir mehr Prunk und Reichtum, als ihr wunderschönes Wien jemals haben wird. Wenn ich will, kaufe ich die ganze Welt. Aber vorher die Villa... Hochgeschätzter Jonathan, Hand aufs Herz, ich hätte Sie nicht in mein Schloss eingeladen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Sie der beste Immobilienmakler Wiens sind. Ich bin kaufbereit. Lieber Herr Graf, ruckzuck habe ich den Kaufvertrag bei der Hand. Ich brauche nur Ihnen Unterschrift und schon gehört Ihnen die Wiener Vampirvilla. Also bitte, kommen Sie vierer vom Versteck. Nur ein kleines Unterschriftl und schon sind's Villa-Besitzer. Jonathan, gilt mein Wort nicht ebenso wie eine läppische Signatur? Ist es wirklich vonnöten, den Körper zu zeigen, zwecks einer Immobilie? Fast was, Blutwichser? Leg mich am Arsch, verreg in dein Spielkabinett. Ich geh! Ja, geh fort, böser Spiegelfeind! Und kehr niemals wieder! Depperl, ich fahr jetzt nach Bukarest. Mach dort mit dem rumänischen Präsidenten einen Bombendeal. Sprich, er bekommt die Wiener Supervilla. Und ich, krieg der Schlösserl. Jetzt bist du baff. Unsichtbarer Hasenzahn, was? Allmächtiger Jonathan, ich bitte dich inständig und flehentlich, delogiere mich nicht. Herr Graf. Ich bin doch kein Arschloch. Ich bin die Herzensgüte in Person. Natürlich dürfen Sie weiter im Schloss bleiben. Tausend Dank! Allerdings nur in der Gruft. Und allmonatlich komme ich in Zins kassieren. 3000 Euro, Capito? Ehrenwort. Ich übergebe Ihnen jeden ersten des Monats höchstpersönlich das Mietgeld. Ohne Versteckspiel oder Spiegeltricks. Ich verspreche es hoch und heil. Hasi, Mandi, lass das Wort heilig aus dem Spiel. Zahl brav in Zins und lass ja keinen Schaß in der Gruft, weil sonst schrecken sie meine Schlosstouristen und rennen davon und kaufen keine Dracula-Puppel.
ich mach pleite und bin gezwungen, dein Eckschloss in Brand zu setzen. Du bist dann nur mehr ein Staubheferl und ich krieg von der Schlossversicherung einen Nasenraum an Entschädigung. Arsch für uns beide, meinst du nicht auch? Schlossherr Jonathan, ich schwöre bei meinem Leben, ich werde jeden Darmwind im Keim ersticken, der mein Gesäß als Knallfrosch verlassen will. Genau, das wollte ich hören. Servus, Grufti, bis bald. Auf Wiedersehen. Du verdammter Zinshai, dich soll die Bukarester Mafia im eigenen Blut ertränken.